Hubert und Staller marschieren durch einen Herbstwald. Naja, die Leute investieren mehr in Hunde als in Kinder. Was ist denn das? Ja, schau, es fängt an mit der Welpenschule, dann kommt der Hundetrainer, dann kommt der Hundepsychologe. Und kaum lässt das los, die Scheißviecher. Na, hauen's ab. Ich hätte trotzdem gerne einen Hund. Ich würde mir von Anfang an streng erziehen, dass er seine Emotionen im Griff hat. So, bis Herrchen, oder? Dann brauchst du nämlich von Haus aus gar keine Leine. So, grüß Gott. Was ist passiert? Elke Kaiser, grüß Gott. Mein Napoleon ist da ins Vogelbrutgebiet rein und er da, der Förster, erlaubt mir jetzt nicht, dass ich ihn wieder raushol. Der Binzig Forstverwaltung, grüß Gott, war dagegen, wegen einer solchen Lappalie die Polizei zu rufen. Ja, warum haben sie es dann gemacht? So hätte die Frau Kaiser der Nägel einen Hund rausholen und fertig aus. Genau. Mitten in der Brutzeit wird nicht einfach so ins Vogelschutzgebiet reinspaziert. Die jungen Rohrdommeln sind gerade frisch geschlüpft. Die Chance, das ist doch kleinkariert, oder? Rohrdommeln, um Gottes Willen. Ja, wenn der da jetzt ein Blut rauskriegt, ja, da bleibt nämlich nicht viel übrig von den Dommelküken. Moment mal. Die Ermittler und Kaiser stapfen einen Hang hoch ins Brutgebiet. Binsig folgt ihnen. Das eine sage ich Ihnen. Wegen dieser Aktion ist mein Niederwild auf Jahre vergrämt. Napoleon, aus! Kommst du her? Oh. Die vier bleiben stehen. Das ist aber schlecht erzogen, ihr Wauzi. Schauen Sie mal, was der angerichtet hat. Ein Terrier steht neben einer schwarzhaarigen Frau, die rücklings im Laub liegt. Hinter dem Starnberger See erheben sich die gezackten Gipfel der Alpen. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert, dunkelblond, blaue Augen, stets braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller, groß, schlaksig, dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz, korpulent, graumeliertes, zurückgekämmtes Haar. Karin Thaler als Pathologin Anja Licht, klein und blond, mit Pferdeschwanz. Hörfilmproduktion Bayerischer Rundfunk, Text Mareike Hülsmann, Redaktion Bernd Benecke und Heide Völz, Tonmischung Pavel Pereversev, Sprecher Tobias Führenbach. Vom Himmel hoch. Der Fundort ist abgesperrt. Anja hockt neben der Toten. Ich hab überhaupt noch nie eine Rohrdommel gesehen. Ja, weil die sich tarnt. Erdbrauner, völlig unattraktiver Vogel. Ja, aber unter Naturschutz. Ja, statt dass ein Buntspecht schützt. Ne? Binsig? Das Auto, das da mitten auf der Lichtung steht, gehört das Ihrer Kollegin? Hat sie wer gefragt? Sie können hier nicht mit dem Auto reinfahren, da stört meine Jungvögel. Ja, die gingen uns gerade am Arsch vorbei. Also entweder sie verschwinden jetzt oder es gibt einen Platzverweis. Platzverweis? In meinem Wald? Platzverweis hiermit erteilt. Sie gehen jetzt zum Streifenwagen und warten auf unsere Anweisungen. So, Anja, wie schaut's aus? Anja mit Klemmbrett. Weiblich, Mitte 30, weder Handy noch Papiere. Tot ist sie seit circa 2 Tagen. Todesursache kriegt sie nach der Autopsie. Aber wenn ich die ganzen Abschürfungen sehe, könnte es durchaus sein, dass sie vom Baum gestürzt ist. Ja, wer klettert denn in dem Alter noch auf den Baumlauf? Als Kind bin ich mal auf so einen Baumlauf geklettert. Unten war das noch ganz lustig, aber oben am Wipfel ist mir schlecht geworden, da habe ich gleich runtergespült. Sehr schöne Geschichte, Hansi. Ja, was macht denn eine Asiatin bei uns am Baum? Ja, die ist vor irgendwas davor gerannt, vor einem Viech und dann ist halt auf dem Baum auf. Dann ist sie schlecht geworden. Ja, Fall gelöst. In Girwitz' Büro. Hubert und Staller sitzen dem Chef gegenüber. Was bitte habt ihr denn da gemacht mit dem Vogelschutzgebiet? Also nach unseren Erkenntnissen ist die auf dem Baum gesessen. Ja, klingt ja nach Unfall, oder haben Sie andere Hinweise? Na, also es könnte theoretisch ein natürlicher Tod gewesen sein, weil eine alte Katze, die geht zum Sterben auch ins Gebüsch. Die war doch nicht alt. Und zum Sterben, da geht er ins Krankenhaus oder ins Sterbeheim und hockt mich nicht auf den Baum. Ja, in der Tat. Und rein optisch war sie aus Südostasien? Das sagt noch gar nichts mehr, es gibt auch deutsche Chinesen. Wird denn jemand vermisst, auf den die Beschreibung passt? Ja, das überprüft die Sonja gerade. Ja, aber wenn sich nach 2 Tagen noch keiner gemeldet hat, was mit diesem Förster? Ja, ist ja einer, der ohne Skrupel Frischlinge abschießt, dem traue ich persönlich alles zu. Im Verhörraum. Ich hab's Ihnen schon 100-mal gesagt, ich habe diese Frau noch nie zuvor gesehen. Warum wollten Sie eigentlich partout verhindern, dass die Frau Kaiser in den Wald geht? Na, wegen der Rohrdommeln, weil die Tiere unter Artenschutz stehen. Aber tote Frau im Wald, das stört Sie nicht? Ich war das letzte Mal vor einer Woche an der Stelle und da lag da noch niemand. Was haben Sie geglaubt, dass die Frau da wildern geht? Na ja, so einen militanten Tierschützer, dem rutscht schon mal die Hand aus. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich bin Förster und kein militanter Tierschützer. Und ich habe heute noch eine Menge Arbeit zu erledigen. Wo waren Sie denn vorgestern tagsüber? In meinem Büro. Ja, auch ein Förster hat ein Büro. Ja, kann er wahrscheinlich von der Steuer absetzen. Binsig verschränkt die Arme. Sie können mich hier nicht festhalten. Doch, können wir schon. Wenn Sie uns partout nicht zum Tatort lassen und dann noch die Ermittlungen behindern.
Hubert und Staller verlassen den Verhörraum. Binsig sieht ihnen nach. Die Ermittler kommen in den Vorraum. Sonja sitzt am Computer. Und? Ja, also in Deutschland wird weder eine Thailänderin, noch eine Malaie, noch eine Kambodschanerin vermisst. Im Prinzip gar keine Frau aus irgendeinem südostasiatischen Land. Nicht mal eine Deutsche mit südostasiatischen Wurzeln. Und eine Asiatin mit deutschen Wurzeln? Na, die wird ja eher europäisch schon, oder? Es kommt ja darauf an, was für eine Wurzel da durchschlagt. Also für mich ist es jetzt mega schwer, ohne was in der Hand herauszufinden, wer die Frau ist. Habt ihr irgendwelche Anhaltspunkte noch? Na. Gut. Was machen wir jetzt mit dem Förster? Gar nicht beachten. Und wenn er nach seinem Anwalt fragt? Wen soll der bitte nach dem Anwalt fragen, wenn er gar niemand zu Gesicht kriegt? Wenn der von der Außenwelt isoliert ist, dann wird er ganz schnell weich. Die Ermittler bei Anja in der Pathologie. Todesursache ist Genickbruch. Staller lupft das Tuch von der Leiche. Die hast du noch gar nicht zugenäht. Ich bin ja auch noch nicht fertig. Das Interessante sind jede Menge innere Verletzungen und Knochenbrüche, die ausschauen, als wäre sie Ast für Ast durch den Baum am Boden gestürzt. Und dann ist die Tochter auf die Krone geklettert. Eben nicht. Der Aufprall war so heftig, als wäre sie von viel weiter oben abgestürzt. Die ist quasi vom Himmel gefallen. Wie soll das gehen? Sei mir nicht besser, Anja, aber kann es sein, dass du komplett falsch liegst? Was glaubst du denn? Ich glaub gar nichts, ich bin ja kein Arzt. Anja nickt. Und wenn's ein Tornado mitgerissen hat und da wieder ausgespuckt? Boah, warum kommen wir da jetzt erst drauf? Kannst du das Asiatische wenigstens irgendwie eingrenzen? Der Haarfarbe nach eindeutig Myanmar. Was? Was haben die da für Haarfarbe? Hansi, die verarscht dich. Warum? Ich hab eine ganz normale Frage gestellt. Ja, das hat die 10 Jahre lang mit mir so gemacht. Der ganze südostasiatische Raum ist denkbar. Genauso gut kann sie aber auch einfach Deutsche sein. Ach ja, und sie trägt einen Ehering. Leider ohne Gravuren oder Initialen. Ja, da gibt's ja wenigstens einen Ehemann, der die vermisst. Die bloße Existenz eines Eherings bedeutet nur lang nicht, dass ein Mann seine Frau auch vermisst. Einen wunderschönen Tag noch. Die Polizisten gehen. Anja sieht ihnen nach. Hubert und Staller kommen in den Verhörraum zurück. Und, kann ich jetzt gehen? Mit gefalteten Händen sitzen ihm Hubert und Staller gegenüber. Was ist denn jetzt? Stichwort Flugverkehr. Wie bitte? Über Ihrem Wald, was fliegt denn da alles so umeinander? Sie sind doch ständig vor Ort. Amseln, Spatzen, Drosseln? Na, der Kollege meint Außergeflügel. Da bin ich jetzt irgendwie der falsche Ansprechpartner, oder? Unverwandt fixieren ihn die Ermittler. Ja, Segelflieger, Heißluftballons, wie überall in der Gegend, warum? Ist wurscht, Sie können gehen. So, wegen Ihnen habe ich jetzt einen halben Arbeitstag verloren. Naja, haben die Viecher im Wald auch einmal ihre Ruhe. In Gewirts Büro. Vom Himmel gefallen. Darf ja wohl nicht wahr sein. Und haben Sie eine Vermutung? Die muss ja irgendwo hergekommen sein. Naja, vom Himmel. Aber ohne Gleitschirm oder Fallschirm. Also die hat keine Landehilfe dabei gehabt. Hm. Könnt ihr für einen Ballon sprechen, was? Oder sie ist halt in der Hektik ohne Fallschirm abgesprungen. So ein Schmarrn, was für eine Hektik. Na ja, im Flugzeug, da will der noch was und der noch was. Was, ein Tomatensaft? Dann hat halt der Rudel Graugänse den Fallschirm zusammengefressen. In der Luft, oder? Jetzt kommen sie mal wieder runter, nicht? Also, wir bleiben bei der Ballontheorie. Und suchen sie doch mal den Fundort ab. Vielleicht finden Sie noch was. Also ab. Graugänse machen keine Rudel. Doch, wenn es mehrere sind. Da sagt mal Schwarm dazu. Ja, das sind Fische. Fassungslos schüttelt Gewitz den Kopf. Die St. Castulus-Kapelle am Rand eines Herbstwaldes. Die Ermittler am Fundort. Also wenn die da schnurstracks durch die Äste hinuntergesaust ist, dann muss doch da irgendwas hängen geblieben sein da oben. Ja, dann steigst du es gleich mal hinauf und schaust nach. Staller hängt sich an einen hohen Ast und versucht am Stamm hochzusteigen. Scheiße, ist kein Grip. Müsste mal wieder neu besohlt werden. Hubert zückt sein Smartphone. Ja, Sid, was machst denn du gerade? Ein Mann in Arbeitskleidung mit Schutzhelm und Gehörschutz sägt gegenüber der Fallkerbe in einen Stamm. Die Buche fällt um. Der Mann öffnet das Visier des Helms. Es ist Yazid. Ihr habt es aber schon mit den zuständigen Behörden abgesprochen, oder? Weil Baumfällen im Naturschutzgebiet ist bei denen nicht sonderlich beliebt. Ja, der nimmt ja den jungen Bäumen das ganze Licht weg, ne? Ja, und was suchen wir jetzt da genau? Ja, alles, was normal in so einem Baum nicht drin hängt. Staller kriecht am Stamm entlang. Frau Wirt! In Gewirts Büro. Ja? Sagen Sie mal, war die Post schon da? Nee, war noch nicht da. Wahnsinn. Ich habe die Bestellung vor 14 Tagen aufgegeben. Sie müsste doch längst da sein. Was haben Sie denn bestellt? Also, dies und das. Hm? Sag mal, wie sind denn Ihre Erfahrungen mit Online-Shopping?
Ja, da kaufen Sie nicht im Internet. Natürlich, alles Mögliche. Bücher, Klamotten, Schuhe. Wie Schuhe? Die kannst du gar nicht anprobieren im Internet. Na, ich bestell mir mehrere, guck, ob die passen, und wenn nicht, schicke ich sie zurück. Macht man doch so. Tja, sagen Sie mal, können Sie nicht anrufen und fragen, wo das Paket ist? Herr Giffitz, haben Sie nicht den Link mit der Sendungsnummer bekommen? Da können Sie doch online reingehen und gucken, wo das Paket gerade ist. Ja, klar, klar. Ja. Können Sie sich trotzdem anrufen? Gut. Sonja verlässt das Büro. Im Wald. Also, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass wir in dem scheiß Baum nichts finden. Da ist nicht einmal der Borkenkäfer heimisch. Sag mal, soll das jetzt heißen, dass ich den Baum völlig umsonst gefällt habe, oder was? Ja, geht's noch! Hoppala. Wissen Sie, dass Sie hier eine echte Blutbuche gefällt haben? Jetzt geben Sie mir Ihre Dienstnummer. Der hat keine Dienstnummer, ein interner Mitarbeiter. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass ich im eindeutigen Auftrag dieser beiden Herren gehandelt habe, weil normalerweise bin ich ein großer Freund der Flora und Fauna. Aber echt Holzpaket im Wohnzimmer. Dann Ihre Dienstnummern bitte für die Dienstaufsichtsbeschwerde. Okay, du biegert die ein bisschen Baum. Macht das am besten ihr zwei miteinander aus, weil wir müssen weg. Zum Ballonmändler. Ja, da fliegen ja jede Menge Asiaten umeinander. Die beiden gehen. Frage. Was kostet der Sterblutbuche bei einer? Was? Es ist diesig. In der Nähe eines Fesselballons stehen die Beamten vor einem Mann mit Foto. Tut mir leid, an die kann ich mich nicht erinnern. Dass bei so einer Gruppe mitgeflogen ist? Fahren. Es heißt Ballon fahren. Mhm. Sind Sie denn ganz sicher, dass die nicht dabei war? Ich habe viele japanische Touristen, aber Kunden aus Südostasien habe ich sehr selten. So ein Ballon kann man da eigentlich rausfallen? Eigentlich nicht. Es ist ja ein Pilot dabei, der aufpasst. Herr Mendler ist so ein Ballon, er fliegt ja mit dem Wind. Fahrt. Da kann man doch ganz leicht rausfinden, ob ein bestimmter Ballon an einem bestimmten Tag eine bestimmte Stelle überquert hat. Wenn Sie die Abfahrtszeiten und Abfahrtsorte von dem Ballon haben, ja. Bräuchten wir jetzt eine Liste von allen Ballone, die in den letzten 3 Tagen bei Ihnen gestartet sind. Und von allen anderen Ballonunternehmern, die Sie kennen. Mit Telefonnummern. Schreiben Sie gleich alles rein. Ja, dafür brauche ich Stunden. Ja, bei dem scheiß Wetter können Sie nicht fliegen. Fahren. Im Dienstzimmer markiert Staller Routen auf einer Karte. Gilwitz und Hubert schauen zu. Also beim Ballon Kunz, ja, ist der Startzeitpunkt 8 Uhr, die Windrichtung Nordwest. Das heißt, der fliegt nicht über das Naturschutzgebiet. Jetzt bleibt das bloß noch der Ballon Fritsche in Oppenried. Aber auch da ist der Startzeitpunkt 8 Uhr und die Windrichtung Nordwest, also wieder nichts. Liegt da wieder nicht drüber. Weißt du, da habe ich da irgendwas falsch berechnet oder wie? Ja, vielleicht ist an dem Tag da wirklich kein Ballon längs geflogen, nicht? Ja, das heißt fahren, Ballon fahren, oder, Hupsi? Ja, mir ist das vollkommen wurscht. Mir auch. Und am Fundort, ich meine, haben Sie da nichts entdeckt, was uns der Identität der Toten ein bisschen näher gebracht hätte? Ich meine, haben Sie den Baum untersucht? Ja, den haben wir untersucht. Es kann natürlich sein, dass durch den Sturz eine gewisse Streuung gegeben hat. Ja, deswegen sollten wir den ganzen Wald noch mal durchforsten. Ja, und zwar mit allen zur Verfügung stehenden Einsatzkräften. Mhm. Wenn Sie mitmachen, sind wir schon zu fünft. Ja. Und außerdem veröffentlichen wir parallel dazu ein Foto der Toten in der Zeitung. Hupsi, vielleicht wollte einer die bloß im See versenken und hat daneben getroffen. So ein schmales Riesensee, den trifft man doch. So, da brauchst du bloß ein bisschen einen ungünstigen Seitenwind und schon fliegt's in den Wald. Fährt. Was? Fährt in den Wald. Gilwitz geht. Mit Raureif bedeckte braune Blätter. Die Sonne steht tief über einem Hügel. In Gilwitz' Büro. Er betrachtet die Titelseite des Wolfratshauser Kurier mit einem Foto der Toten. Daneben steht die Frau, die vom Himmel fiel. Und? Irgendwelche Erkenntnisse? Nein? Vielleicht doch ein Flugzeugabsturz. Na, der Luftraum ist ja an sich gut überwacht. Aber das passiert doch immer wieder, dass irgendwo unbemerkt ein Flugzeug abstürzt und keiner findet's. Na, das, was du meinst, ist über den Indischen Ozean geflogen und nicht über den Starnberger See. Na, trotzdem. Unser Motto sollte sein, lieber einmal zu viel nachsehen als einmal zu wenig. Also werden Sie eine Absturzstelle suchen, und zwar aus der Luft. Super Idee. Sofort der Hubschrauberstaffel anfordern. Ja, mit Wärmebildkamera, das ganze Programm. Wer redet denn hier von Hubschrauber? Geht ja auch eine Nummer kleiner, oder? Hm? Der Streifenwagen fährt auf einer regennassen Straße. So ein Schwachsinn. Jede Bumperfirma hat für jeden Scheiß eine Drohne. Und wir suchen nach der Absturzstelle mit dem Rundflug. Denkfehler, Hansi, du suchst nach der Absturzstelle. Wieso ich? Wieso fliegen da ich und nicht du? Okay, Hansi, du kennst doch mein Handicap. Was? Entschuldige, jedes Mal, wenn wir einen Beuerberger Berg rauffahren, da schießt man wie mit einer heißen Nadel ins Trommelfell wegen der Druckveränderung. Das habe ich noch nie bemerkt. Ja, weil du dich nicht interessierst für meine chronische Mittelohrentzündung.
Das glaube ich dir nicht. Du willst das nicht glauben, weil du Flugangst hast. Blödsinn. Hast du da einen Test? Natürlich. Wo? Daheim? Im Revier. Girwitz kommt zu Sonja in den Vorraum. Freunde, ich habe noch mal auf diesen Sendungsnachverfolgungslink geklickt, mit dem ich mein Paket nachverfolgen kann. Und da kommt dann Sendung ins Zustellfahrzeug verladen. Sehr gut. Ja, nix ist sehr gut. Ich hab's ja nicht. Ja, der Postbote kann jetzt aber auch nicht fliegen, aber das wird dann heute noch zugestellt. Na, ihr Wort in Gottes Ohr. Ah, Riedel! Der trägt den Radhelm. Haben Hubert und Staller sich schon wegen des Waldes instruiert? Nein. Also sie werden rund um den Fundort der Leiche noch mal alles absuchen und einsammeln, was sie finden. Nicht Brillen, Ohrringe, Haargummis, was auch immer. Nicht? Ja, aber das ist ja ein Riesengebiet. Ja, das macht ja nichts. Sie schaffen das schon. Sie sind mein Mann, ich verlasse mich auf Sie. Riedel geht. Der Streifenwagen fährt auf einen Sportflugplatz und hält neben einem alten Traktor mit Mähwerk. Ein Mann mit Halbglatze schaltet den Traktor aus und nimmt einen Gehörschutz ab. Scott, macht sie auch Rundflüge? Sind Sie von der Polizei? Nein, wir sind von der Müllabfuhr. Und weshalb Rundflüge? Ja, das Ganze mal von oben inspizieren. Verstehe. Immer nur Streife fahren ist ja auch langweilig. Der junge Mann am Doppeldecker kann Ihnen weiterhelfen. Guten Flug. Der Streifenwagen fährt über eine Wiese zu einem Hangar. Davor steht ein weißer Doppeldecker. Die silberfarbene Motorhaube ist nach oben geklappt. Ein Dunkelblonder in grauer Hose und Hemd hantiert am Motor. Der Streifenwagen hält, die Beamten steigen aus. Wahrscheinlich direkt aus dem Deutschen Museum. Grüß Gott, der Kollege interessiert sich für einen Rundflug. Wo wollen Sie denn hin? Zu einer potenziellen Absturzstelle. Was soll denn abgestürzt sein? Das ist jetzt erst einmal zweitrangig. Haben Sie für sowas nicht normalerweise Polizeihelikopter? Haben wir, aber die sind kaputt. Kaputt, alle? Ja, wird das jetzt ein Pilotenstreik? Weil der alte Zausel auf dem Rasenmäher hat gesagt, Sie machen so Rundflüge. Der alte Zausel auf dem Rasenmäher ist mein Vater. Eigentlich muss man bei uns schon einen Termin ausmachen. So, also Name, Pilotenschein, Flugzeugschein. Michael Kronthaler. Aha, und sind Sie da der Tankwart oder der Mechaniker? Inhaber der Flugschule. Und wieso sind Sie dann so zögerlich mit dem Losfliegen? Ist das für Sie nicht interessant, ob in Ihrem Flugrevier da was abgestürzt ist? Der Kollege freut sich schon riesig, dass er mitfliegen darf, gell? Staller sitzt mit Fliegerhelm und Brille im offenen Doppeldecker. Es wird aber schon alles regelmäßig gewartet, oder? Selbstverständlich. Und genug Benzin haben wir auch drin? Vollgetankt. Michael geht um das Flugzeug herum. Upsi. Ah? Ich weiß nicht, mir wird's gerade so ein bisschen schwindelig. Kannst du das vielleicht doch für mich übernehmen? Würde ich gern, Hansi, aber ein striktes Flugverbot vom Arzt, leider. Das finde ich jetzt wirklich schwach von dir, auch menschlich gesehen. Er setzt die Brille auf. Der Helm schaut super aus. Der Propeller beginnt sich zu drehen. Ängstlich schaut Staller nach vorn. Hinter ihm ragt Michaels Kopf ebenfalls mit Helm und Brille aus dem Flugzeugrumpf. Das Flugzeug rollt langsam davon. Mit den Händen in den Hosentaschen sieht Hubert ihm nach. Die Maschine fährt auf einer Startbahn. Kronthaler stellt sich zu Hubert. Ihr Kollege ist eher bodenständig, oder? Ja. Das Flugzeug hebt ab. Und Sie? Auch kein Flieger? Doch, doch. Normal begeistert, aber ich habe so eine chronische Mittelohrentzündung. Oh. Da müssen Sie aufpassen. Mhm. Die Maschine steigt auf. Ist der Rundflug wegen dieser Frau aus der Zeitung? Das war in der Nähe, oder? Ja, ja, genau. Was lernt man eigentlich in so einer Flugschule? Privatpilotenlizenz. LAPLA, PPLA, PPLH, PPLD, GPL, SPL. Diverse Flugzeuglizenzen. Helikopter, Ballon, Glider. Ich habe damals mit dem Segelflugschein angefangen. Da war ich ungefähr so alt wie Sie. Kurz vor der Rente. Hubert runzelt die Stirn. Was haben Sie eigentlich vor der Rente gemacht? Landratsamt, Personalabteilung. Das klingt interessant. Was anderes, sagen Sie mal, kann man eigentlich aus so einem Flugzeug, kann man da rausfallen? Nein, sowas geht nicht. Na, das Einzige, was man hin und wieder liest, das sind illegale Einwanderer, die sich in Flugzeugfahrwerken verstecken und da rausfallen. Neulich wieder in London. Achso, das sind aber größere Maschinen. Ich meine, die können da nicht landen, oder? Ja, aber es kann trotzdem hier passieren. Wir gehören quasi zur Einflugschneise für den Münchner Flughafen. Das Flugzeug fliegt über die beiden hinweg. Ja, dann
Hubert nickt Kronthaler zu und steigt in den Streifenwagen. Kronthaler schaut verwundert und geht. Mit einer grünen Plastiktüte der Polizeigewerkschaft stapft Riedel durch den Wald. Er hebt eine gebrauchte Windel auf. Sie sind mein Mann, Riedel. Und steckt sie in die Tüte. Sie schaffen das schon, Riedel. Scheiße. Er entdeckt eine Fahrradklingel, betrachtet sie, wirft sie in die Tüte und geht weiter. Im Polizeirevier sitzt Sonja am Schreibtisch. Girwitz kommt zu ihr. Sag mal, Frau Wirt, es ist doch schon 12 Uhr. Kommt der Postbote nicht vormittags? Herr Girwitz, wenn der Link, den Sie bekommen haben, sagt, das Paket wird heute noch zugestellt, dann wird es heute auch noch zugestellt. Wissen Sie, dieser ganze technische Schnickschnack, das funktioniert da alles vorne und hinten nicht. Ich bin sicher, vor der Privatisierung der Post war das anders, nicht? Ich meine, das macht doch viel aus für einen Menschen, wenn er das Gefühl hat, er ist Teil eines großen staatlichen Apparates. Da hat er seinen kleinen Bereich, für den sorgt er ein ganzes Leben lang. Die da draußen wissen doch gar nicht, ob sie morgen noch ihren Job haben, nicht? Wie soll man da loyal sein? Da schmilzt doch das Verantwortungsgefühl wie ein Schneeball in der Hölle. Er geht. Sonja schließt kurz die Augen und schüttelt den Kopf. Auf dem Sportflugplatz. Mit geschlossenen Augen sitzt Hubert im Streifenwagen. Seine grüne Krawatte über dem beigen Polizeihemd hat er gelockert. Hubschi, bitte kommen! Der zuckt und öffnet die Augen. Hubschi, bitte kommen! Ja, was ist los? Ich wollte bloß sagen, dass mir die Fliegerei jetzt doch ganz super gefällt. Ich hab sogar schon das Revier gesehen. Cool. Und Absturzstelle nix, oder? Nein, nix. Wir fliegen jetzt sowieso wieder zurück. Schau mal nach oben. Warum? Schau einfach nach oben. Der Doppeldecker fliegt eine Rolle. Ein Funkgerät zerschellt am Boden. Hubert schaut aus dem offenen Wagenfenster auf das kaputte Gerät, dann nach oben. Im Streifenwagen sitzt Staller auf dem Beifahrersitz. Sein Gesicht ist bleich. Wie blöd kann man eigentlich sein? Habt ihr jetzt da oben unbedingt am Looping fliegen müssen? Das heißt Rolle. Fahr nicht so schnell. Ich fahr aber nicht schnell. Anhalten. Warum? Weil es mir schlecht ist. Weißt, von was das kommt, wenn man in der Früh nie was isst? Staller beugt sich hinaus. Der Wagen hält. Mit der Hand vor dem Mund lässt sich Staller in den Sitz sinken und kurbelt das Fenster wieder hoch. Girwitz steht vor dem Revier in der Sonne. Er trägt seine Pilotenbrille. Der Streifenwagen hält neben ihm. Wollen Sie mitfahren, Herr Girwitz? Sehr witzig. Und haben Sie was entdeckt? Na, nix. Sie? Haben Sie unterwegs den Postboten gesehen? Postboten habe ich kaum gesehen. Ah. Staller, geht's Ihnen gut? Der zuckt mit den Schultern. Also Loopings vertragt er ganz schlecht. Der Wagen fährt an Girwitz vorbei. Der schüttelt den Kopf. Die Ermittler in Girwitz' Büro. Natürlich bin ich froh, dass Sie keine Absturzstelle gefunden haben. Aber wissen Sie, was so ein Funkgerät kostet? Meine, wenn Sie gerne Loopings fliegen wollen, bitte, ist Ihre Privatsache. Aber wenn Ihnen dabei aus 500 Meter Höhe mein Funkgerät runterfällt, dann habe ich damit wohl ein Problem. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass wir bis jetzt noch nicht den leisesten Schimmer haben, wer die Leiche ist. Was wollen Sie machen? Weiter rumlaufen, wie Hans Kuck in die Luft, darauf warten, dass die Lösung auch noch vom Himmel fällt? Ich meine, da muss man ein bisschen Eigeninitiative zeigen, wenn nicht gleich 5 Angehörige auf der Matte stehen. Da muss man sich mal ein bisschen anstrengen. Wir glauben, dass die Frau eine illegale Einwanderin ist. Ah ja, und wenn einem nichts mehr einfällt, waren es wieder die illegalen Einwanderer. Ja, als Flüchtling tut man schließlich alles, dass man rauskommt aus dem Land. Ja, und welches Land soll das bitte sein, aus dem man als Asiatin so dringend raus muss? Der ganze Osten. Was? Dresden, Leipzig. Jetzt werden wir nicht politisch, nicht? Nordkorea. Nordkorea. Seit wann gehört Nordkorea zu Südostasien? Kümmern sich mal lieber um Dinge, für die ihre Bildung reicht. Und wer sagt Ihnen eigentlich, dass hier die Einflugschneise für München ist? Ha? Die Ermittler sehen sich an. Im Dienstzimmer halten Hubert und Staller die Telefonhörer. Ich hab's verstanden, danke. Also, die deutschen Airlines fliegen von Osten den Flughafen an. Also, wenn's von Süden kommen. Das heißt, der ist bei uns gar nicht vorbeigeflogen. Staller tippt mit einem Kuli auf den Tisch. Was ist denn bei dir? Vietnam Airlines. Ich bin die ganze Zeit die Nationalhymne. Welche? Na, die vietnamesische. Hallo? Staller, Polizei Wolfratshausen, ich habe mal eine Frage. Wenn ihr den Flughafen München anfliegt, fliegt ihr da über Wolfratshausen? Okay?
I've got a question. If you fly to the Munich airport, do you then fly next to Gerrit Sitterwoffert's house? Yes, because we have a dead Asiatic woman in our forest. Was? Staller. S-T-A-L-L-E-R. Sag mal, was legt denn die auf? Vielleicht kannst du nur Vietnamesisch. Wunderbar! Endlich! Herrlich! Haben Sie mal eine Schere da? Ah ja. Gilwitz nimmt eine Schere und schlitzt damit einen Karton auf. Er klappt den Deckel hoch und entnimmt einen Bildband mit Fotos von weiblichen Dekolletés. Das soll doch nicht wahr sein. Ich meine, kann man sich auf nichts mehr verlassen? Ich habe einen Bildband bestellt, Bayern von oben. Was kriege ich nach 14 Tagen Lieferzeit? Einen Bildband, Bayern von oben. Die schönsten Dirndl-Dekolletés. Ich wollte Bayern von oben, nicht Busen von oben. Ich kann meiner Frau noch zur Silberhochzeit keine Möpse schenken. Das ist aber heutzutage gang und gäbe. Was? 50 Jahre sind Sie schon verheiratet? 25. Das hängen Sie jetzt aber nicht an die große Glocke. Womit wir wieder beim Thema wären. Wenn Sie Ihrer Frau einfach was Schönes dichten, Ude an die Vergänglichkeit. Hubert sieht zu seinem Kollegen. Wissen Sie, was meine Frau mir dann sagen würde? Ach, ist völlig wurscht. Sie haben überhaupt keine Ahnung von Frauen. Oh, keine Ahnung. Er steckt das Buch in den Karton und geht. Ude an die Vergänglichkeit. Da kann er ja gleich eine Laubsägearbeit schenken. Ja, oder schöne 50 aus Salzteig. Mit dem Bildband in der Hand steht Sonja neben Gilwitz. Warum schenken Sie Ihrer Frau nicht Ihr eigenes Bayern von oben? Sie buchen so eine Ballonfahrt, machen schöne Fotos, umgeben die Dateien im nächsten Fotoladen ab. Und 1-3 haben Sie Ihren eigenen Fotoband. Außerdem wird sich Ihre Frau viel mehr über was Selbstgebasteltes freuen. Sie meinen wirklich, sowas kommt an? Na klar, ist doch viel persönlicher und kreativ. Ja, nicht eine schöne Idee. Nur ein bisschen spät freuen wird, nicht? Die Silberhochzeit ist nächste Woche. Ja gut, aber die ist doch alles digital. Das ist doch von heute auf morgen fertig. Hm. Wenn Sie wollen, sage ich dem Riegel Bescheid und er bucht Ihnen eine Ballonfahrt. Sind Sie schon mal gefahren? Ja, viele Male. Was tut man hier alles für seine Frau? Ach, endlich mal wieder eine Ballonfahrt. Ja, gut. Organisieren Sie das. Gut. Sonja knufft ihn leicht an der Schulter und geht. Gilwitz blättert im Bildband. Riedel kommt. Ja, Herr Polizeirat, ich habe jetzt einen Ballonflug für Sie bekommen. Sehr gut, Riedel. Sie sind mein Mann. Wann, wo? Flugplatz Königsdorf, morgen früh um 8. Bisschen früh, ne? Ja, das ging nicht anders wegen der Thermik. Ja, trotzdem gute Arbeit, nicht? Sagen Sie mal, haben Sie im Wald was gefunden? Ja, Moment. Er holt die Plastiktüte. Das muss ich jetzt nur noch auswerten. Wollen Sie es mal sehen? Dank Gottes Willen, nein, dann werten Sie woanders aus, nicht? Und wenn Sie was finden, können Sie mich ja unterrichten, nicht? Jawohl. Riedel verlässt das Büro. Gilwitz klappt den Bildband zu. Mit der Tüte betritt Riedel das Dienstzimmer. So, das ist alles, was ich gefunden habe. Er leert sie auf Stallers Schreibtisch aus. Willst du? Also langsam glaube ich wirklich, du bist nicht mehr ganz normal. Gilwitz kommt. Ach, Riedel. Naja, na gut. Sie prüfen, was das ist, woher es kommt und wie lange es da schon liegt, nicht? Gibt es was Neues von unserer Leiche? Ja, also wahrscheinlich doch keine illegale Einwanderin, weil wir nicht in der Einflugschneise liegen. Hab ich's nicht gesagt? Ja. Im Übrigen, können Sie mich morgen früh abholen? Was, warum? Der Riedel war so freundlich, mir eine Ballonfahrt durchs Voralpenland zu buchen, nicht? Meine Frau kriegt jetzt ein von mir selbst gestaltetes Bayern von oben. Wie finden Sie das? Ja, gut. In 10 Jahren dann Bayern von unten, ne? Sehr witzig. Ich muss um 8 da sein, ja? Wieso fahren Sie denn mit dem eigenen Auto? Weil ich den ungern in der Pampa stehen lasse. Also, 7:30 und seien Sie pünktlich. Hm? Er geht. Ja, Hansi, wir müssen, ne? Die Sauerei kannst du auf deinem Schreibtisch machen. Die Ermittler verlassen das Dienstzimmer. Ich hab doch gar keinen Schreibtisch. In der Pathologie. Anja hält die Hand der Toten. Und fällt euch was auf? Ja, sie riecht ein bisschen streng. Der Ring ist weg. Ja, und weiter? Jetzt schaut's doch mal genau hin, Stichwort Hautfarbe. Wenn das ein Quiz, sag's halt einfach. Ja, der Abdruck unterm Ring fehlt. Staller hebt das Tuch. Bikini-Abdruck hat's ja gar nicht. Jetzt. Trotzdem wäre die Haut unterm Ring definitiv heller. Ja, vielleicht hat's nicht so oft angehabt, wegen Nickelallergie. Ja, das sie hat noch nicht so lange, weil's gerade erst geheiratet hat. Ja, kennt man doch in Thailand, so Hochzeit am Strand mit so Ballone. Ja, für mich war das nix.
Wegen Flugangst oder wegen die Tornados? In der Bäckerei Rattlinger. Die Beamten stehen vor der Wursttheke. Sabrina belegt zwei Semmeln. Also, wir haben eine Südostasiatin. Nein, keine Gurke, bitte. Frisch verheiratet. Was macht ihr bei uns im Wald? Es gibt einen Haufen Männer, die sich da im Urlaub eine einheimische Geliebte anlachen. Du meinst die Alleinstehenden, die hier keine abkriegen und da unten dann die große Liebe. Kaufen. Ja, genau. Und nicht bloß Alleinstehende, auch Verheiratete. Die holen sich nämlich da eine Zweitfrau. Ach so. Und die Zweitfrau reist dem Mann dann hinterher im Flugzeug? Also in dem Fall im Fahrwerk. Das Fahrwerk fährt aus und rums links bei uns im Wald. Und nicht bloß im Fahrwerk, die kaufen auch ein Ticket, weil die daher wollen als Überraschung, weil der Mann das nämlich denen gar nicht gesagt hat, dass er noch eine Ehefrau hat. Hansi, du auch? Nein, danke, ja, keinen Appetit. Der Hansi ist heute im Doppeldecker geflogen. Was, echt? Wie war das? Ja, Flugangst. Jetzt hör halt mal auf. Das musste doch nicht peinlich sein. Manche Leute sind am Boden besser aufgehoben. Ich bin schon ewig nicht mehr geflogen. Was ist schön, das bringt mal von denen, die da die letzten 14 Tage hergeflogen sind. Ja, und dann? Ja, dann checken wir die asiatischen Namen und schauen, wer von denen noch lebt. Bist du wahnsinnig? Wir haben 50.000 Chings und 80.000 Changs. Die Sonja soll das einmal alles raussuchen und bei uns auf den Schreibtisch legen. Also nicht auf meinen Schreibtisch. Staller nimmt sein Smartphone. Sonja? Hinter einem Hügel geht die Sonne auf. Staller sitzt mit aufgestütztem Kopf und geschlossenen Augen am Schreibtisch. Morgen. Staller öffnet die Augen. Gottes Willen, wie schaust denn du aus? Ich war gar nicht daheim. Spinnst du? Warum? Ich hab was rausgefunden. Und zwar nicht bei den asiatischen Fluggästen, sondern bei den Deutschen. Er reicht ihm eine Liste. Flug Thailand, Bangkok, München, Egon Kronthaler. Das ist doch der alte vom Flughafen. Der Vater von Dings, wie heißt denn gleich? Sonja kommt. Sonja, kannst du mal überprüfen, wer neben dem Egon Kronthaler gesessen hat? Und bei der Gelegenheit kannst du ihn selber auch gleich überprüfen. Und den Riddle schickst du mir bitte schön wieder in den Wald, weil der soll nochmal alles durchsuchen, weil der hat nämlich bloß Müll eingesammelt. Okay. Übrigens, auf das Foto in der Zeitung hat bisher noch niemand reagiert. Scheinbar kennt die Tote keiner. Staller ist eingenickt. Hansi? Was ist mit ihm los? Der hat da übernachtet. Ist der bescheuert? Ja. Der Streifenwagen parkt vor Gilwitz Haus. Verstehe. Der Ehering. Na, das nehmen wir ernst, dem gehen wir nach. Und dieser Kronthaler, wer ist das? 37 Jahre Landratsamt, öffentlicher Dienst, mittlerweile in Pension, Hobbypilot. Oh, Landratsamt. Das behandeln wir diskret, ja? Trauen Sie dem Mann denn zu, dass er die Frau erst heiratet und dann einfach abwirft? Ja, Hochzeit kann ein traumatisches Erlebnis sein. Hubert, Ihnen will ich das gerne glauben. Girwitz und seine Mitarbeiter steigen ein. Der Streifenwagen steht auf einer Wiese, im Hintergrund der Fesselballon. Mendler kommt zu den Polizisten. Guten Morgen, Herr Girwitz. Guten Morgen. Berthold, Mendler, servus. Servus. Ich werde Sie heute begleiten. Ich hoffe, Sie haben alles dabei, was Sie brauchen. Ein bisschen was Warmes für da oben. Ach, wird so schlimm schon nicht werden, oder? Passen Sie gut auf unseren Chef, nicht, dass er Ihnen ausfällt. Sehr witzig, Sie können jetzt wieder fahren, nicht? Oh, wir wollten eigentlich noch winken. Ich warne Sie, los, hauen Sie ab, nicht? Und kommen Sie mir ausnahmsweise mal mit Ergebnissen zurück. Girwitz in kariertem Hemd und Steppweste geht mit Mendler zum Ballon. Gibt's hier eine Treppe oder was? Einfach rein. Im Revier. Oh, nicht schon wieder im Wald. Die sagen aber, du sollst noch mal alles absuchen. Das gestern war wohl nur Müll. Aber das ist doch einfach sinnlos. Na, vielleicht kommt der Sinn auf den zweiten Blick. Ja, ganz genau. Du musst ja auch nicht rumlaufen. Bin schon ganz zerstochen von den Mücken. Riedel geht. Sonja formt die Lippen zu einem ironischen Oh. Der Streifenwagen hält vor einem freistehenden Haus. Die Ermittler steigen aus. Nachbarn hat er schon mal keine. Ja, das ist praktisch. Spannt es niemand, wenn er auf einmal eine neue Frau hat. In einem Wohnzimmer sitzen die Polizisten vor Kronthaler. Herr Kronthaler, vom 20. September bis zum 23. Oktober waren Sie in Thailand. Was haben Sie da gemacht? Na, Urlaub. Ich bin seit 10 Jahren jeden Winter in dem Ressort. Ach so, wegen dem Wetter, ja. Was reizt Sie sonst noch so an Thailand? Naja, ich kenne inzwischen die ganzen Locals, also die Deutschen da unten. Außerdem ist die Gegend kulturell gesehen einfach fantastisch. Kulturell, ja. Die schönen Tempel, die bunten Mönche, gell? Und mit Ihrer Beamtenpension sind Sie da unten quasi ein reicher Mann. Und in der Hinsicht ist ja die Thailänderin sehr aufgeschlossen. Seit meine Frau vor 10 Jahren verstorben ist, gehe ich keine Beziehung mehr ein.
Man findet ja auch nur schwer eine, die zu einem passt, wenn man ein gewisses Alter hat. Was ist denn mit der? Staller zückt ein Foto. Die aus der Zeitung. Was habe ich denn mit der zu tun? Entschuldigung, könnte ich mal ganz kurz Ihre Hand sehen? Was? Wieso? Ja, Sie haben ja gesagt, dass Ihre Frau vor 10 Jahren verstorben ist. Dafür ist der Abdruck vom Ring aber noch sehr deutlich. Ach, das. Das ist doch nicht von einem Ehering. Ein anderer Ring? Ah, könnt man den mal sehen? Das geht leider nicht mehr. Den habe ich beim Schwimmen verloren. Wo sind Sie denn da geschwommen? Auf Starnberger See? Ja, da durchsuchen wir halt den Starnberger See mit unserer Taucherstaffel. Ganz wurscht, ob die was finden. Zahlen müssen sie das sowieso. Er grinst. Kronthaler sieht von einem zum anderen. Der Streifenwagen fährt auf einer mehrspurigen Straße an einem Fesselballon vorbei. Ja, mach das doch was vor, das spür ich. Typisch Beamter, bei denen siehst du nie, was die denken. Ja, wenn die überhaupt was denken. Ja, Hansi, du bist ja selber Beamter. Ich bin ja im Außendienst. Ist doch ganz was anderes. Wagen 3 für Zentrale? Ja, Wagen 3 hört. Ich habe jetzt mal Kronthalers Sitznachbarn überprüft auf dem Flug Bangkok-München. Da sind unsere Tote nicht dabei, die leben beide noch. Aha, und was ist mit der Kreditkarte? Dauert noch ein bisschen. Übrigens gibt es keine in Südostasien geschlossene Ehe, die hier in Deutschland noch auf Anerkennung wartet. Gut, danke. Alles klar. Also ich glaube nicht, dass das der Kronthaler war. Der war einfach so in Thailand. Bums aus Ende. Upsi. Bei mir bei so einer Rolle, ja, mein Funkgerät aus dem Flugzeug rausfallen. Da kann doch das theoretisch mit der ganzen Person auch passieren. Ich weiß nicht, du kannst es ja noch mal ausprobieren. Auf dem Sportflugplatz. Michael steht neben dem Doppeldecker. Theoretisch kann man beim Rückenflug schon rausfallen, wenn man nicht angeschnallt ist. Aber ich habe noch nie gehört, dass das passiert wäre. Wer ist mit dem Flugzeug alles geflogen in der Zwischenzeit? Nur ich. Unser Rundflug war der einzige Flug in der letzten Woche. Mhm. Sie haben doch gesagt, dass die Maschine aufgetankt ist. War die wirklich voll? Ja. Wie viel Liter ging er dann ein in den Tank? 200. Haben Sie einen Schlauch? Staller zieht einen schwarz-roten Schlauch aus einem weißen Kanister. Angespannt sieht Michael ihm zu. Sind gerade einmal 60 Liter, da fehlen ja mindestens 140. Wie viel glauben Sie denn, was wir verbraucht haben da bei dem Rundflug? Ja, viel weniger. Kann aber eigentlich nicht sein, dass jemand unbemerkt geflogen ist, weil hier jeder zum Starten eine zweite Person im Tower braucht, die einen lotst. Mhm. Was ist mit Ihrem Vater? Für den gilt das auch. Außerdem macht dem Segelfliegen viel mehr Spaß. Wieso, wie kommen Sie jetzt auf ihn? Ja, wenn der heimlich geflogen ist, weil er einer hübschen Frau Bayern von oben zeigen wollte. Kann es sein, dass Ihr Vater irgendwann mal eine junge Dame aus Thailand mitgebracht hat? Also sowas in der Art? Er hält das Foto. Ich wüsste nicht, dass er da jemals eine kennengelernt hätte. Geschweige denn mitgebracht. Ist das die aus der Zeitung? Ja. Es wäre auch komisch, wenn der Vater mit so einer jungen Geliebten daherkommt, oder? Mein Vater hätte nie was mit so einer jungen Frau. Der ist nicht der Typ, der viele Frauen kennenlernt. Und seit dem Tod meiner Mutter will er keine Beziehung mehr. Ja, wie unser Hund gestorben ist, hat mein Vater auch immer gesagt, ja, jetzt kommt mir keiner mehr ins Haus. Und 2 Monate später war er da, der junge Mischling. Die Ermittler im Streifenwagen. Die Frage ist, warum versteckt der Kronthaler die Frau vom eigenen Sohn? Vielleicht geniert er sich, dass er bloß noch eine Frau aus Thailand kriegt. Ja, dann ist er in Deutschland zurück. Klassiker. Ehestreit, auseinandergelebt, Kurzschlussreaktion, Looping. Sonja sitzt mit Smartphone in der Hand am Schreibtisch. Riedel kommt herein. Ja, schon wieder nur Müll. Polizei Wolfratshausen? Ach, schon wieder weg. Okay, aber das ist jetzt nicht unsere Aufgabe. Gut. Ich schicke jemanden vorbei. Alles klar, wiederhören. Frau Kaiser wieder, der Hund ist abgehauen. Jetzt hat sie Angst, hinterherzulaufen, weil sie denkt, er findet wieder eine Leiche. Hey, ich fahr jetzt nicht wieder im Wald. Da geht's hin und zurück, nur bergauf. Dann fahr ich halt. Und du hältst ja die Stellung. Sonja steht auf, nimmt ihre Polizeilederjacke und geht. Riedel setzt sich. Die rosafarbene St. Castulus-Kapelle. Napoleon sitzt am Fuß eines Baums. Napoleon, kommst du her? Pfui! Oh, Vogelnest, also weißt das. Zum Glück keine Leiche. Was ist das? Sonja und Kaiser schauen nach oben. An dem Vogelnest baumelt eine Kette mit Anhänger. Sonja nimmt ihr Smartphone. Im Revier. Riedel sitzt am Schreibtisch und isst Rohkost. Hubert und Staller passieren das Fenster. Wo geht's denn hin? Die Sonja hat was gefunden. Was, echt? Ja, aber nur weil du den Wald so schön aufgeräumt hast. Ciao. Riedel schaut auf die grüne Plastiktüte.
Mit Einweghandschuhen nimmt Sonja die Kette aus dem Nest. Darin liegen zwei zerbrochene Vogeleier. Staller hält einen langen Stock. Super, Hansi. Die Eier sind kaputt. Ja, das ist ja schwer mit so einem Stock. Außerdem, so ein Vogel legt da jeden Tag Eier. Nein, das verwechselst du mit Hühnern. Das ist auf jeden Fall Silber. Ja, und der Stoff da, der ist doch vom Pulli von der Toten. Ach so. Dann hat die Ketten der gehört und die Esther hat's gefunden. Das darf doch wohl nicht wahr sein! Jetzt geht er mal langsam auf die Nerven. Binsig hat die Hände in die Hüften gestützt. Im Revier. Sonja betritt den Vorraum. Und, war irgendwas? Irgendwelche Anrufe? Riedel spielt mit einem Stempelkarussell. Was ist denn? Ich hab schon gehört, dass du was gefunden hast. Aber dass ich zwei Tage im Wald war, das sieht wieder mal keiner. Das ist doch jetzt total egal, wer hier was gefunden hat. Ist der Gewiss schon da? Nein. Müsste schon längst zurück sein. Hat er irgendwas gesagt? Mir jedenfalls nicht. Aber mir sagt er sowieso niemand was. Och Mann, das ist doch jetzt albern. Los, lass mich mal ran. Unwillig steht Riedel auf. Sonja greift zum Telefonhörer und tippt auf die Tasten. In der Pathologie. Treffer, die Stoffreste stammen eindeutig vom Oberteil der Toten. Sonja? Der Gierwitz? Na, keine Ahnung. Sei froh, dass er weg ist. Ciao. Habt ihr einen Verdächtigen oder was habt ihr jetzt vor mit der Kette? Jemand überraschen. Staller steckt das Tütchen mit der Kette ein. Die Polizisten gehen. Im Verhörraum, sie sitzen Michael gegenüber. Dürfte ich erfahren, was los ist? Hubert hält ihm die Kette hin. Er lässt das Tütchen fallen. Eine Kette? Was ist damit? Ja, hat sie vielleicht eine Freundin von ihrem Vater gehört? Was denn für eine Freundin? Ich habe ihm doch gesagt, dass der keine hat. Das wäre Ihnen natürlich das Liebste. Weil dann müssten Sie nichts teilen beim Erben. Also, Rundflug, Rolle, Erbschaft gesichert. Entschuldigen Sie bitte. Aber wie kommen Sie denn auf so einen Scheiß? Er hatte keine Frau. Und wenn, dann hätte ich es gut gefunden. Ich habe damit absolut nichts zu tun. Kronthaler. Soll er mit der Kette sein? Warum ist die nicht Ihrer thailändischen Freundin geschenkt? Verdächtigen Sie jetzt alle, die in Thailand waren? Na, eigentlich verdächtigen wir nur Sie. Was hatten die so Schlimmes gemacht, dass sie es gleich aus dem Flugzeug geschmissen haben? Kennen Sie Berthold Mendler, Ballonmendler? Ja, warum? Na, fragen Sie den doch einfach. Der kann bestätigen, dass ich in Thailand niemanden kennengelernt habe. War der mit seinem Ballon in Thailand? Ach, das wissen Sie gar nicht? Naja, jetzt wundert mich langsam gar nichts mehr. Seine Frau und er, das läuft nicht mehr so gut, Ehekrise. Na, deswegen habe ich meinen alten Freund Berthold Mendler nach Thailand mitgenommen, damit er mal rauskommt, einen klaren Kopf kriegt und über alles nachdenken kann. Fragen Sie ihn doch. Kommt ihr mal bitte? Die Ermittler verlassen den Verhörraum. Kronthaler zieht das Tütchen mit der Kette näher. Im Dienstzimmer. Frau Gewiss hat gerade angerufen. Der Chef ist über Nacht nicht nach Hause gekommen. Die macht sich tierische Sorgen. Sag mal, der Ballonmändler, der war doch auch in Thailand. Ja, vielleicht hat der die Frau da kennengelernt und die ist ihm dann hinterhergeflogen. Oh Gott, wisst ihr, was das für den Gewiss bedeutet, wenn das stimmt? Ja, runtergeschmissen hat er. Der ist ja quasi in Übung. Sonja nimmt ihr Smartphone. Polizeirevier Wolfratshausen? Ja, gestern hat doch ein Herr Gierwitz eine Ballonfahrt gebucht. Mit dem Herrn Mendler zusammen. Genau. Wann sind die denn gestern zurückgekommen? Was? Wie bitte? Okay, danke. Die sind nach Italien geflogen. Der Riedel hat nicht einen Voralpenflug, der hat eine Alpenüberquerung gebucht. Riedel! 5 Stunden sind die über die Alpen geflogen und in Italien gelandet, haben da übernachtet und heute Morgen mit dem ersten Zug zurück. Was ist los? Sein Lächeln verschwindet. Die Belegschaft und Mendler vor Gewitz. Also nochmal, wer ist dafür verantwortlich? Betroffen sieht Riedel zu Boden, dann zu Hubert und Staller neben ihm. Was, wieso ich? Weil du, Herr Gewitz, eine Alpenüberquerung gebucht hast. Wäre der Herr Mendler nicht so freundlich gewesen, mich hier abzusetzen? Wäre ich jetzt immer noch unterwegs? Ja, und denen haben wir auch noch ein paar Fragen. Hoch über Österreich muss ich erfahren, wohin die Reise geht. San Zito-Chef hier. Was? Herr Binsig, das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt. Sie meinen ein schlechter Zeitpunkt, um Sie und Ihren Kollegen anzuzeigen? Warum das denn jetzt schon wieder? Zuerst fällen die beiden im Naturschutzgebiet einen Baum mit der Kettensäge. Kurz darauf erwische ich die zwei schon wieder. Diesmal holen sie mit einem Ast ein Elsternest vom Baum runter. Das gibt eine Anzeige.
Was halten Sie davon, wenn der Kollege Riedel mit Ihnen in den Wald fährt und Ihnen beim Zerkleinern und Beseitigen des Baumes hilft? Oh, dazu braucht es aber einen Fachmann. Ja, da unterschätzen Sie aber den Kollegen. Der brütet Ihnen sogar noch die Eier aus. Mäntler sitzt bei Hubert und Staller im Dienstzimmer. Ehekrise? Was denn für Ehekrise? Wieso waren Sie dann in Thailand? Um dort in aller Ruhe jemanden kennenzulernen? Nein, ich war einfach so in Thailand. Und zwar in Absprache mit meiner Frau. Wie kommen Sie überhaupt auf Ehekrise? Das hat uns Ihr alter Freund Kronthaler erzählt. Der Kronthaler? Den kenne ich vom Sehen, das ist doch kein alter Freund von mir. Ja, der hat mir das Hotel empfohlen, aber als der angekommen ist, bin ich schon wieder heimgefahren. Hat uns der verarscht? Ganz kurz, der Kronthaler hat vor 2 Wochen in München eine Kette für 780 Euro gekauft und kurz vor seiner Abreise noch einen Flug gebucht von Bangkok nach München. Die ist nicht neben mir gesessen. Wer? Die war im selben Flugzeug, ist aber nicht neben mir gesessen. Sonja, checkst du bitte noch mal alle Passagiere. Eine von denen muss er sein. Okay. Warum habt ihr jetzt den Kronthaler gehen lassen? Was? Wir haben niemanden gehen lassen. Der Verhörraum ist doch leer. Die Ermittler springen auf, nehmen ihre Jacken und laufen hinaus. Der Streifenwagen hält vor Kronthalers Haus. Die Polizisten steigen aus und sprinten über das Grundstück. Staller tritt die Haustür ein. Im Haus. Ein Schrank steht offen. Im Schlafzimmer liegen Kleidungsstücke auf dem Bett. Ui, der hat's eilig gehabt. Und wir Deppen haben den noch gewarnt mit der Kette. Wir sind so blöd. Wo ist denn der jetzt hin? Die Frage ist eher, womit? Der Streifenwagen rast auf den Flugplatz. Neben dem Doppeldecker stehen Michael und sein Vater. Sie hat sich an mich rangeschmissen! Ein Verräter! Der Streifenwagen hält. Die Polizisten steigen aus. Ist kein Benzin mehr drin. Haben wir das Tanken vergessen? Hat der Flug mit Ihrer Gattin besser funktioniert? Wieso haben Sie die runtergeschmissen? Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Ich habe nichts damit zu tun. Lügner! Wärst du nicht mit ihr ins Bett, dann wäre das überhaupt nicht passiert! Oh, jetzt wird's interessant, Hans. Ja, kaum waren wir hier, da hat sie sich an meinen Sohn rangeschmissen. Ausgenutzt hat sie mich. Der Vater holt sich eine Frau aus Thailand? Ja, das umspannt sie mal aus. Deswegen schmeißt der Vater aus dem Flugzeug und der Sohn weiß das und sagt nichts? Es wurscht, wir nehmen alle zwei mit. Ja, da zeigen wir ihnen gleich, wie das ist, wenn man Piloten ausgeliefert ist. Dagegen ist ihr Looping ein Scheißdreck. Das war Hubert und Staller vom Himmel hoch aus dem Jahr 2016. In weiteren Rollen Paul Sedlmayr als Riedel, Annette Fleischer als Sonja, Hannes Ringelstetter als Yazid, Karin C. Tietze als Sabrina, Wolfgang Fink als Kronthaler und Christian Heiner Wolf als Michael. Drehbuch Niklas Hoffmann, Regie Erik Hafner.